So, hallo, der Heimwerker wieder mal. So, wer mich kennt, der weiß, dass ich selber koche und auch ganz gerne und gut esse. Das heißt, ich muss mir ab und zu dann doch mal neues Geschirr, besonders insbesondere neue Töpfe zulegen. Das habe ich mit diesem Set getan. Das habe ich mir jetzt neu zugelegt. Im Internet sah das richtig gut aus. Es ist jetzt bei mir angekommen, gerade eben. Und ich habe dann das zusammengebaut. Also das war nicht so, wie es jetzt aussieht. Also diese beiden Teile und die Schraube, das war separat. Man muss sie jetzt selber zusammenschrauben. Gut, okay, dachte ich mir. Ja, verpackungsmäßig macht es doch Sinn. Und ein Kreuzschraubenzieher oder ein Flachschraubenzieher hat ja jeder zu Hause im Haushalt irgendwo, weil hier kann ich beides nehmen, Kreuz und Flach bei den Schrauben. Und dann festgezogen und gut ist. Ist okay so. Ja, dachte ich mir, gut. Okay, so viel dazu. Dann die alles ausgepackt und da fielen mir schon verschiedene Sachen auf. Dachte ich mir, die sind doch so gut verpackt. Warum haben die jetzt so viel Kratzer? Und wenn ich jetzt hier reinschaue, dann sieht man das, ne? Das hier, so, ja, da in der Ecke, da beispielsweise dort, ja, so, da, das ist kein Kratzer. Nein, das sind Metallspäne. Und das kann ich nicht verstehen. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und das hat jetzt nicht nur dieser. Das ist in dem, aber richtig große Metallspäne. Das sind keine Kratzer. Und hier das Ganze auch nochmal. Und das aber ein richtiges Bündel hier. Sieht man das hier? Na, dass man verschieben kann. Und packt es aus. Und die Pfanne, genau dasselbe. Dachte ich jetzt, wie, was? Da hat der Hersteller die zusammengebaut, also die Griffe angebaut, angenietet und hielt es nicht für nötig, die Metallspäne zu entfernen. Hat das verpackt und so ausgeliefert. Das setzt sich hier in diesem Topf setze ich das nochmal extrem fort, was hier unten drin ist. Sieht man das? Ja, ne? Sieht man. Ja, also das immer da und dann hier nochmal dasselbe. Ich dachte erst, das ist ein Kratzer. Als ich dann mal reingegriffen habe, habe ich festgestellt, nö, das sind ja Metallspäne. Ganz feine Metallfäden. Nicht mal Späne, das sind nur Metallfäden. So. Ja, dass ich jetzt dieses ganze Set immer durch den Geschirrspüler jage, ist klar. Also einmal den Geschirrspüler reinigen und dann in den Schrank, ist normal. Aber für den Preis kommt mir das hier so an. Die Deckel zusammenbauen ist okay, da habe ich einen Stechen und die sind auch recht gut. Wo ich gesagt habe, auf denen die Deckel sind, wie gesagt, recht gut, da ist kein Grat nichts. Wo ich mir schon gedacht habe, Mensch, hier könnte eigentlich auch eine Gummidichtung dabei sein. Dass die besser passen. Das war jetzt der falsche, nämlich den. Ja, die Passung so, die Passung selber, die ist gut. Die Deckel decken das gut ab. Ne? Aber eventuell wäre noch eine Gummidichtung angebracht. Aber sehen so ganz annehmbar aus. Aber das mit der Gummidichtung war jetzt nur ein Tipp. Das ist kein Fehler, kein Manko. Dabei. So, ne, aber das ist für jeden Topf ist hier ein Deckel und passen auch dementsprechend gut. Die Pfanne hat auch ihren Deckel. So sieht das gar nicht schlecht aus. Aber wie gesagt, diese Metallfäden sind jetzt ja da drin. Und jetzt komme ich mal zu der ganzen Geschichte.
wenn ich das jetzt hier so habe, ne, und setze das hier nur leicht auf, irgendeiner muss hier ein Ei haben. Entweder der Topfenei oder der Dunstaufsatz. Dünstaufsatz. So, jetzt nehme ich den und muss den hier richtig reindrücken. So, dann habe ich hier immer noch, hier kann ich immer noch mit einem Messer oder mit irgendwas, da habe ich immer noch einen Lichtspalt hier drin. Also die Passung hierfür stimmt überhaupt nicht. Wenn man das gleich sieht, hier, ich mache dich da ran, dann kann man das vielleicht sehen. So, ja. So, ein bisschen anders machen. So, und jetzt kann man das eventuell sehen, wenn ich den jetzt weiter drehe, dann sieht man, wie es zugeht, ne? Ja, also hier ist irgendwas nicht rund von den beiden Sachen, entweder der Topf oder das Oberteil. So, das ist der nächste Fakt hier bei dem Topfset. Und wenn ich das reingedrückt habe und durch Wärme und Metall arbeitet ja auch ein bisschen, dehnt sich auch aus, kann das sein, dass die Passung besser ist, aber es kann auch passieren, dass mir das hier rausrutscht. Ich muss das richtig fest reindrücken, habe immer noch den Lichtspalt hier. Da geht dann, würde denn jetzt heißer Wasserdampf dann daneben gehen, wenn ich jetzt hier den Deckel drauf habe, entsteht ja hier ein Druck. Und dann geht der Wasserdampfdruck geht hier durch das Ventil nicht raus, der kommt dann hier raus. Weil die Passung nicht dementsprechend angepasst ist. Also die Pressformen haben nicht zueinander gepasst. Oder der Topf hat ein Ei, aber dann müsste er jetzt auf beiden Seiten haben. Also hier ist es, dann müsste er jetzt auf der anderen Seite dasselbe haben. Und er, ach siehe da, hat er. Also hat entweder jetzt der Topf ein Ei oder das Oberteil. Jetzt will ich mal was versuchen. Will ich mal gucken. Mal ungefähr. Wo das war, weiß ich ungefähr. Will ich mal sehen. Also hier sind wir bei 23,7, 23,8. So, jetzt geht man hier. Das ist jetzt nur ungefähr. Aber merkt man, sieht man schon, auch wenn es nur ungefähr ist, eben war ich bei 23,8 und hier bin ich bei 24,3. Also es ist ein Unterschied, also hat der Topf, der hat ein Ei. Der hat ein Ei, der Topf. Ne, also der ist nicht rund. Der ist total verbogen, der Topf. Also liegt das hier an dem Topf. Also so extrem, ich bin jetzt hier ungefähr über der Mitte. Da bin ich bei 24,3. Und jetzt nehme ich die gegenüberliegende Seite. Da, wo es jetzt eigentlich noch schlimmer war. Wo war das jetzt? Ich glaube, hier war das. Ja. Also der Topf, also von gemessen 23,8 bis 24,3. Unterschied von 5 mm. Und das macht diesen Lichtspalt aus, den man dann hier sieht. Ja, und jetzt das jetzt aufsetze. So, hier ist ein Lichtspalt. Hier, da halte ich den mal fest. Und hier. Fast gegenüber. Ja, ich kann hier noch ein bisschen rüber gehen. Also hier ist auch noch Lichtspalt. Und hier. So. Ja, und jetzt sieht man auch, dass der hier in dem Moment auch kippelt. Ich drücke mal den richtig auf. So. Und trotzdem kippelt es. Ja. Also geht dann hier an den Lichtband. Hier würde jetzt der heiße Wasserdampf vorbeigehen und hier würde es vorbeigehen. Und er springt auch von alleine aus der Passung raus. Gut genug demonstriert. Endeffekt als Abschluss für das ganze Topfset. Hat einen guten Eindruck gemacht, das ganze Topfset, 3 Sterne. Und
Preis-Leistung stimmt hier gar nicht.